Wenn ihr die Basics von den 12 Hirnnerven lernen wollt und euch tatsächlich merken wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Moin, ich bin Jannis und hier auf dem Kanal geht's ums Gehirn und heute um diese Hirnnerven, wahrscheinlich der Erzfeind von allen Medizinstudierenden, denn es gibt gleich 12 davon, alle haben irgendwelche komplizierten Namen und man muss sie auch noch in der richtigen Reihenfolge lernen, weil die Nummerierung ja auch noch relevant ist. Meine Hoffnung ist aber, dass ihr sie nach diesem Video natürlich alle zum einen kennt, aber auch nie wieder vergesst und dafür gibt's den ein oder anderen Merkspruch, aber weil nur Merksprüche zum wirklichen Merken meistens nicht ausreichen, gibt es auch noch ein paar Fakten, einfach so das Wichtigste oder Interessanteste zu jedem Hirnnerv. Und dann gucken wir uns das Ganze einmal am 3D-Gehirnmodell an, damit man sich tatsächlich das Ganze auch räumlich vorstellen kann und sogar weiß, wo am Gehirn man diese Nerven ungefähr findet. Also, von diesen Hirnnerven gibt es insgesamt 12 und hier gucken wir sie uns erstmal an einem simplen Modell an, wo sie in farblich und ziemlich dick eingemalt sind und durchnummeriert, erstmal relativ logisch, sind sie quasi von vorne oben nach unten oder wenn man die richtigen anatomischen Fachbegriffe nehmen will, von rostral nach kaudal. Soweit, so gut, aber wofür gibt es diese Hirnnerven überhaupt? Unser Gehirn ist ja ziemlich cool und kann sich wahnsinnig tolle Sachen ausdenken, aber dafür braucht es zum einen irgendwie Informationen von außen, also das Sensorische zum einen von der Haut, aber am Kopf, ja ganz speziell auch von den ganzen weiteren Sinnesorganen, also vom Sehen, Riechen, Hören und Schmecken zum Beispiel. Die müssen von den Sinnesorganen irgendwie zum Gehirn hinkommen und dann müssen ja auch wieder Informationen vom Gehirn an den Körper zurückkommen, vor allen Dingen zu den Muskeln, damit wir unsere Bewegung steuern können, aber auch zu den anderen Organen und Drüsen zum Beispiel. Und weil sich diese Informationen in unserem Körper leider weder mit Telepathie noch mit Mobilfunk oder irgendwas transportieren lassen, brauchen wir dafür also unsere Nerven. Und da gibt es zum einen ja die ganzen Spinalnerven, die vom Rückenmark ausgehen. Und dann gibt es aber eben welche auch am Kopf und das sind die Hirnnerven, deswegen heißen sie auch Hirnnerven. Und wie ihr gerade schon rausgehört habt, können die Hirnnerven verschiedene Informationen leiten, also verschiedene Qualitäten haben. Entweder sensorisches zum Gehirn oder motorisches vom Gehirn weg in die Umgebung. Und es gibt sogar ein paar Hirnnerven, die können beides, die haben beide Fasern. Um sich zu merken, welcher Hirnnerv was kann, kommt nachher auch nochmal eine Merkhilfe. Aber erstmal müssen wir natürlich die Hirnnerven selbst kennenlernen. Das heißt, wir fangen erstmal mit dem Merkspruch an für die Namen und der Reihenfolge der Hirnnerven. Und dafür gibt es wirklich viele verschiedene Merksprüche. Wahrscheinlich gibt es viele, weil die alle nicht so richtig gut sind. Die meisten sind sehr vulgär, was ja für Merkhilfen völlig okay ist, weil man sie sich dadurch dann tatsächlich merken kann. Bei denen hilft es aber gar nicht wirklich. Die bleiben trotzdem relativ schlecht, wie ich finde. Deswegen habe ich mir einen neuen ausgedacht. Den gucken wir uns jetzt an. Und falls euch der nicht so richtig taugen sollte, dann habe ich auch noch einen anderen, den einen, der mir ganz gut gefallen hat. Bei dem neuen Merkspruch geht es um den Ottifanten Optiker Otto. Auch für den ist die wirtschaftliche Lage aktuell ein bisschen schwierig. Die Ottifanten werden knauserig und kaufen ihm seine alten Kontaktlinsen und Brillen nicht mehr so richtig ab. Aber er hat eine Facebook-Seite und da postet er immer seine Ottifanten-Fotos und er stellt fest, dass sich dort ziemlich viele Vampire rumtreiben und seine Ottifantenbilder anglotzen. Und auch an die kann er ja einfach seine alten Kontaktlinsen, seine Spezialkontaktlinsen verkaufen. Das macht er, das funktioniert. Damit wird es wirtschaftlich wieder besser und für uns hoffentlich so gut, dass wir uns die Hirnnerven damit merken können. Der Spruch lautet nämlich: Ottifanten, Optiker Ottos, trotziger Trick. Auf Facebook verkauft er glotzenden Vampiren alte Hypnoselinsen. Und dabei steht immer der erste Buchstabe für den jeweiligen Hirnnerven in der richtigen Reihenfolge. Das gleiche Prinzip ist auch bei dem anderen Merkspruch, den ich ganz gut fand. Der geht so: Orthopäde Olli operiert tagtäglich, aber feiertags verbiegt er gerne viele alte Hüften. Bei beiden Merksprüchen muss man darauf achten, dass das R nicht für einen eigenen Hirnnerven steht, sonst hätten wir 13. Und ich denke, der zweite Spruch ist vom Satz her wahrscheinlich ein bisschen leichter zu merken, aber dafür steht auch wirklich immer nur der erste Buchstabe für einen jeweiligen Hirnnerven, während bei dem Ottifantenspruch häufig mehrere Buchstaben, immer die, die ich hier dick markiert habe, Hinweise auf den jeweiligen Hirnnerven geben. Das heißt, wenn man die Namen der Hirnnerven noch nicht so gut kann, dann hilft das vielleicht mehr. Jetzt haben wir also die Anfangsbuchstaben und die richtigen Reihenfolge. Jetzt fehlen uns noch die eigentlichen Namen der Hirnnerven. Die ergänzen wir jetzt nach und nach, gucken sie uns dabei aber gleich am 3D-Modell an, mit immer den wichtigsten Fakten zu jedem Hirnnerv. Das ist das Gehirn von der Seite und ein paar Hirnnerven kann man hier schon erahnen. Aber tatsächlich ist es zum Angucken, zum Lernen für die Hirnnerven am geschicktesten, wenn wir das Gehirn von unten angucken. Und dann beginnt es vorne oben, also hier, rostral, mit dem ersten Hirnnerven. Das ist der Nervus olfactorius. Und das Fiese ist, die meisten Leute halten das hier für den Nervus olfactorius, aber tatsächlich ist das jeweils schon der Tractus olfactorius, denn wir müssen quasi einmal das Gehirn hier seitlich durchschneiden. Und dann sehen wir hier das, was gerade der Tractus olfactorius war, hier vorne mit dem Bulbus olfactorius und hier diese ganzen kleinen, feinen Nervenfaserbündel, das sind so ungefähr 20,
Die sind alle zusammengenommen der Nervus olfactorius. Also die kommen ganz oben aus der Nasenhöhle, sammeln dort die olfaktorische, also die Riechinformationen, und tragen die dann durch die Lamina cribrosa hindurch hier zum Bulbus olfactorius. Direkt also ein bisschen fieser Kandidat. Aber was sich hier schon cooles zeigt, die Anatomen haben die Hirnnerven tatsächlich eigentlich ziemlich gut benannt. In dem Namen von den Hirnnerven, sobald man sich die gemerkt hat, dann kann man sich in den meisten Fällen mit so ein bisschen Pseudolateinkenntnissen tatsächlich ziemlich gut die Funktion des Nerven ableiten. Und weiter geht's mit dem zweiten Hirnnerv, dem Optica. Das ist der Nervus opticus, und das ist dieser hier, beziehungsweise hier auch auf der anderen Seite. Es gibt nämlich natürlich jeden Hirnnerven doppelt, also insgesamt gibt es eigentlich 12 pro Seite und insgesamt 24 Hirnnerven, aber halt 12 verschiedene. Und der Nervus opticus, das ist tatsächlich der, den wir hier sehen. Der zieht quasi von den Ganglienzellen der Retina, von der Netzhaut, von unseren beiden Augen, dann zum Mittelhirn hin. Und hier sieht man die Hypophyse, und direkt davor gibt es diese Kreuzung der beiden Sehnerven, das Chiasma opticum. Das ist eine spannende Besonderheit, denn während die meisten Hirnnerven das so machen wie Politiker, die einen, die auf der linken Seite einmal sind, die bleiben auch auf der linken Seite, und die, die auf der rechten Seite sind, die bleiben auf der rechten Seite. Der Nervus opticus, der ist da viel flexibler, der hat zum einen Nerven, die auf der gleichen Seite bleiben, und zum anderen aber auch Nerven, die in diesem Chiasma opticum auf die Gegenseite kreuzen. Und dann ziehen die von beiden Seiten aus in den Thalamus im Mittelhirn und dann letztendlich in den Occipitallappen. Und noch eine spannende Sache zum Nervus opticus, der ist nämlich eigentlich gar kein echter Hirnnerv, gar kein echter peripherer Nerv. Der ist nämlich tatsächlich in der Entstehung eine Ausstülpung des Gehirns, des Zwischenhirns. Das klingt vielleicht erstmal nach Besserwisserei, ich meine, das sieht ja trotzdem aus wie ein Nerv, aber tatsächlich ist das relevant in verschiedenen Fällen, denn zum Beispiel kann der Nervus opticus bei Verletzungen dadurch schlechter regenerieren als andere periphere Nerven, und er kann auch häufig bei der Multiplen Sklerose mit befallen sein, die ja eine Erkrankung von dem zentralen Nervensystem ist und die peripheren Nerven nicht befällt. Also letztlich ein Fake-Hirnnerv, aber er wird trotzdem als zweiter Hirnnerv gezählt. Und dann kommen wir zu einem viel, viel kleineren, aber dafür echten Hirnnerv, und das ist hier der Otto, der Nervus oculomotorius. Der tritt hier aus und zieht dann zum Auge hin. Die Funktion ergibt sich schon wieder ganz gut aus dem Namen. Oculus ist das Auge, also es geht hier um die Motorik des Auges, also er innerviert die meisten Augenmuskeln, die das Auge bewegen. Davon haben wir 6 Muskeln, und der oculomotorius, der innerviert tatsächlich 4 davon. Und zwar alle, die nicht vom 4. oder vom 6. Hirnnerv innerviert werden, die gucken wir uns gleich an. Aber eine wichtige weitere Funktion hat der Oculomotorius noch, auch motorisch, nämlich die Verengung der Pupille, die Miosis. Und das ist eine Besonderheit, das wird über parasympathische Fasern gesteuert. Mehr zum Parasympathikus gleich noch und am Ende auch noch eine kleine Merkhilfe, wie man sich merken kann, welche 4 der 12 Hirnnerven parasympathische Fasern mit sich führen. Aber erstmal direkt zu dem nächsten Hirnnerven, der einen der Augenmuskeln innerviert, und zwar diesen Muskel, den Musculus obliquus superior, der hier wie so ein Flaschenzug quasi einmal um die Ecke zieht. Und das steckt auch im Namen der Nerven drin, das ist nämlich der Nervus trochlearis. Trochlear heißt Flaschenzug. Und auch der Nervus trochlearis selbst wandert anscheinend ganz gerne um Dinge außen rum. Der kommt nämlich tatsächlich von hinten, da müssen wir einmal das Kleinhirn ausblenden und dann von hinten gucken. Der kommt aber als einziger Hirnnerv von der Rückseite. Da tritt er hier unter dieser 4-Hügelplatte aus und zieht dann herum nach vorne, dann zum Auge hin und innerviert da halt diesen einen kleinen Augenmuskel. Und deswegen, weil er nur diesen einen einzigen kleinen Muskel innerviert, ist es auch tatsächlich der dünnste von allen Hirnnerven. Den 5. Hirnnerven, den überspringen wir jetzt erstmal und gehen direkt zum 6. Der entspringt hier direkt am Unterrand des Pons, und das ist der eine Hirnnerv, der uns noch fehlt, um den letzten Augenmuskel zu bewegen, der Nervus abducens. Und wer das Wort abduzieren oder Abduktion schon kennt, der weiß auch, was der Nerv macht. Nämlich abduzieren heißt ja nach außen ziehen. Und genau das ist es, was dieser eine kleine Augenmuskel macht, den der Nervus abducens innerviert. Das ist der Musculus rectus lateralis. Und der zieht, weil er hier an der Seite vom Auge abverliert, das Auge zur Seite hin. Also wenn ich bei der Untersuchung von der Augenbewegung den Patienten oder wen auch immer ich untersuche, mit dem Auge nach außen meinem Finger folgen lasse, dann ist genau das die Bewegung, die durch den Nervus abducens und den Musculus rectus lateralis gesteuert wird. Damit ist das Auge erstmal abgehakt, aber wir kommen zu einem richtig dicken Hirnnerv, das ist der Nervus trigeminus. Das ist der einzige Hirnnerv, der hier so richtig dick aus dem Pons herauszieht. Der ist hier in dem Modell ganz schön klein eingezeichnet. Hier in dem Modell hingegen ist er ziemlich dick eingezeichnet. Also irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, aber es ist tatsächlich der dickste von allen Hirnnerven. Und trigeminus heißt dreifach, das passt gut, denn er teilt sich hier ganz auffällig in diese drei großen Nervenäste auf. Diese drei Nervenäste, die ziehen dann zu unserem Gesicht.
Und deren Endäste treten dann durch diese drei kleinen Löchlein nach außen, bei denen der Neurologe oder auch der Hausarzt ganz gerne mal tastet und fragt, ob man da Schmerzen hat. Dann drückt er quasi auf die Trigeminus-Austrittspunkte. Und was machen die Nerven da, wenn sie erstmal zu unserer Haut gezogen sind? Logischerweise innervieren sie tatsächlich die Haut. Also das ist das Gefühl von der Haut. Und passend zu diesen drei Regionen vom Gesicht sind diese drei Äste auch benannt. Die können wir uns nochmal dazu merken. Das ist nämlich simpel. Nämlich der eine Ast ist der Nervus mandibularis, der hier bei der Mandibula, dem Unterkiefer langläuft. Dann beim Oberkiefer der Maxilla, der Nervus maxillaris und dann hier oben bei den Augen der Nervus ophthalmicus. Und diese oberen beiden Nerven, die sind auch wirklich nur rein sensibel, aber bei dem unteren Nervenast, den Nervus mandibularis, da laufen neben den sensiblen Fasern auch motorische Fasern mit und die versorgen unsere Kaumuskulatur. Wir haben ja aber noch viel mehr Muskeln am Gesicht als nur unsere Kaumuskulatur und diese ganzen anderen mimischen Muskeln, die werden alle von einem einzigen Nerven versorgt, nämlich vom Nervus facialis. Um den zu finden, müssen wir weiter hier am Unterrand des Pons gucken, nämlich hier hinten in der Ecke am Kleinhirnbrückenwinkel. Und da sehen wir, da kommen zwei Nerven raus und der eine davon, der vordere, das ist der Nervus facialis. Auf der Gegenseite gibt es den natürlich auch. Und der innerviert dann, wie gesagt, motorisch die gesamte mimische Muskulatur am Kopf. Aber er kann noch mehr, er innerviert nämlich nicht nur die Muskeln, sondern auch die Drüsen am Kopf, also die Tränendrüse und die Speicheldrüsen. Außer einer Drüse, die ist eine Ausnahme, und das ist die Parotis, die Glandula parotis, die man hier so sieht. Und das Verrückte daran ist, dass genau durch diese Drüse der Nervus facialis mit ganz, ganz vielen Aufspaltungen durchläuft. Aber außer dieser räumlichen Nähe haben die beiden nichts miteinander zu tun. Der Nervus facialis ist nur passant und innerviert wird sie einfach von einem anderen Nerven. Zu dem kommen wir gleich. Zu guter Letzt hat der Nervus facialis, ihr seht schon, das ist ein Nerv, der viel kann, aber auch noch eine sensorische Funktion. Und zwar zieht er zu unserer Zunge. Und zwar zu den vorderen zwei Dritteln. Und von diesen vorderen zwei Dritteln von der Zunge, da leitet der Nervus facialis die Geschmacksinformation zum Gehirn. Und tatsächlich ist der Nervus facialis auch klinisch in der Medizin durchaus ziemlich relevant. Denn eine Schädigung des Nervus facialis auf einer Seite ist die häufigste von allen Hirnnervenerkrankungen. Und das nennt sich dann eine facialis Parese. Weil dadurch, dass er die ganzen Muskeln versorgt, dann auf einer Seite die ganzen Muskeln nicht mehr richtig funktionieren, gelähmt sind. Also hier ganz eindrücklich vor allen Dingen der Mundwinkel kann nicht mehr richtig hochgehoben werden, ne? Aber auch die Nase kann nicht richtig gerümpft werden und die Augenbrauen können nicht richtig angehoben werden. Das ist eine periphere faciales Parese, weil die gesamte Gesichtshälfte betroffen ist. Im Unterschied dazu gibt es auch eine zentrale faciales Parese, also peripher wäre quasi im Verlauf des Nerven tatsächlich, dass da irgendwo eine Schädigung auftritt. Bei einer zentralen faciales Parese passiert das davor, irgendwo im Gehirn selber drin und dann ist tatsächlich nur der untere Bereich betroffen, also nur der Bereich um den Mund herum, das heißt der Mundwinkel könnte auch nicht angehoben werden, aber der Rest auf der Gesichtshälfte würde funktionieren und wen diese klinische Erkrankung der faciales Parese mehr interessiert, da habe ich auch schon mal ein ganzes Video zu gemacht, das verlinke ich nochmal hier. Aber wir machen weiter mit unseren Hirnnerven zum Nervus facialis. Sei nur nochmal gesagt, dass der Name auch wieder ganz gut passt, weil facies ist das Gesicht, also facialis und beim Merkspruch Facebook. Das müsste man sich hoffentlich ganz gut merken können. Der nächste Hirnnerv, der wird wieder ein bisschen simpler als der Nervus facialis versprochen. Da müssen wir aber weiterhin hier direkt hinten im kleinen Hirnbrückenwinkel weiter gucken, denn der versteckt sich direkt hinter dem Nervus facialis und das ist der Nervus vestibulocochlearis. Und der zieht in unser Innenohr und endet dann dort im Innenohr an den beiden Organen, die wir dort haben. Das ist zum einen das Vestibularorgan, das Gleichgewichtsorgan, deswegen Nervus vestibulo. Und dann haben wir als zweites natürlich noch das Hörorgan da, die Cochlea, deswegen Nervus vestibulo cochlearis. Und mit dieser Information, also Gleichgewichts- und Hörinformation, zieht der Nerv dann zum Hirnstamm. Also wenn man es richtig rum macht, muss man bei den sensorischen Nerven natürlich eigentlich sagen, dass sie nicht vom Hirnstamm in die Peripherie ziehen, sondern von der Peripherie zum Hirnstamm, denn die bringen ja Informationen zum Hirn hin. Weiter mit dem neunten Hirnnerv, dem Nervus glossopharyngeus. Der tritt seitlich an der Medulla oblongata aus. Das ist einfach hier der oberste nur von diesem Bündel, wo hier mehrere Nerven beteiligt sind. Und den kann man sich so ein bisschen merken als den Ergänzungsnerv zum Nervus facialis. Also alle Aufgaben, die der Nervus facialis irgendwie unerfüllt gelassen hat, die werden dann vom Nervus glossopharyngeus aufgeräumt und ausgefüllt. Das ist also zum einen der Geschmack vom hinteren Drittel der Zunge. Dann ist es die Versorgung der einen Drüse, die der Nervus facialis ignoriert hat, der Parotis, der Ohrspeicheldrüse. Und zu guter Letzt haben wir ja nicht nur die ganze oberflächliche Muskulatur am Kopf, sondern hinten in unserem Rachen, im Pharynx drin, da sind ja auch ganz, ganz viele Muskeln, die sind vor allen Dingen fürs Schlucken zuständig und die innerviert der Nervus glossopharyngeus auch noch mit. Also Geschmack im hinteren Drittel der Zunge, die Parotis
und dann der Pharynx und dort die Muskulatur, die fürs Schlucken wichtig ist. Und damit kommen wir zum Hirnnerv Nummer 10. Das ist ein ganz spannender und verrückter Nerv und wahrscheinlich der berühmteste von den Hirnnerven. Das ist der Nervus Vagus. Der tritt auch hier seitlich an der Medulla Oblongata aus, in so mehreren Nervenbündeln. Das lagert sich dann aber zu einem dicken Nervenbündel zusammen. Und das Besondere am Nervus Vagus ist, der hat als einziger Hirnnerv echt gar keinen Bock darauf, einfach nur an unserem Kopf oder an unserem Hals zu bleiben. Also netterweise macht er zum einen am Hals noch die Versorgung von unserem Larynx, also von unserem Kehlkopf, sowohl motorisch als auch sensibel. Aber ansonsten lässt er Kopf und Hals komplett zurück und läuft in einen großen Teil von unserem Körper hinein. Ist also quasi ein Vagabund, ein umherwandernder Nerv, ganz schöner Zungenbrecher. Daher kommt auch letztendlich der Name Vagus. Und warum ist er so berühmt? Naja, der Nervus Vagus ist der Hauptnerv des Parasympathikus. Unser autonomes Nervensystem, das besteht aus Sympathikus. Das ist so das Aktivierende, das Fight and Flight. Und dann dem Parasympathikus, das ist so das Entspannende, Rest and Digest, also Entspannen und Verdauen. Und während der Sympathikus aus ganz vielen verschiedenen kleinen Nerven, die aus dem Rückenmark kommen, gesteuert wird, beschränkt sich der Parasympathikus auf so ein paar Nerven. Und der größte davon, der einen großen Teil des Körpers versorgt, ist der Nervus Vagus. Also schauen wir mal auf eine kleine Übersicht, was der Nervus Vagus so grob macht. Der zieht hier irgendwo vom Hirnstamm von der Medulla Oblongata los, wie wir ja gerade schon gesehen haben. Und dann zieht er zum Körper hin und zu den Organen und zum anderen zum Herzen. Dort sorgt er für Entspannung, also dass das Herz langsamer schlägt vor allen Dingen. Da steckt schon das Rest von Rest and Digest drin, aber es fehlt dann ja noch das Digest, das Verdauen. Deswegen zieht er auch zu den allermeisten Bauchorganen und unterstützt dort das, was wir machen, wenn wir entspannt verdauen. Den Verdauungstrakt versorgt er dabei übrigens bis zu der linken Kolonflexur. Und für den letzten Rest vom Kolon und so für die paar Beckenorgane, da hat er dann aber keinen Bock mehr drauf. Die werden dann noch versorgt von ganz kleinen parasympathischen Nerven, die aus dem Sakralmark austreten. Und da wir gerade quasi beim ganzen Parasympathikus sind, hier noch die kleine Bonusmerkhilfe dazu, welche 4 von den 12 Hirnnerven parasympathische Faseranteile mit sich mitführen. Die hatten wir jetzt inzwischen schon alle 4. Ich habe die aber nicht ganz explizit erwähnt, aber die Funktionen kamen vor. Und wenn ihr euch irgendwie die Jahreszahl 1973 merken könnt, dann habt ihr die 4 Hirnnerven schon gemerkt. 1973, falls die Jahreszahl für euch nichts bedeutet, für mich bedeutet sie nicht so richtig was, war ich auch noch nicht geboren, aber merken kann man sich das vielleicht damit, dass damals die erste Ölkrise war und dadurch, dass nicht genug Öl zur Verfügung war, waren die Leute quasi dazu gezwungen zu entspannen, also ihren Parasympathikus zu benutzen. Damals gab es auch diese autofreien Sonntage. Und wenn wir diese Zahlen jetzt einfach daraus ziehen, dann haben wir den Hirnnerv 9, 10, 3 und 7. Und das sind genau die 4 Hirnnerven, die parasympathische Anteile haben. Also der Nervus 9, der Glossopharyngeus, versorgt ja die Parotis mit, die eine Speicheldrüse. Der 10. Nerv, der Nervus Vagus, den hatten wir gerade, die ganzen Organe. Und von der 73, der 3. Hirnnerv, der Nervus Oculomotorius, der macht ja auch diese Pupillenkonstriktion, also die Miosis, dass die Pupille eng wird. Das ist auch eine parasympathische Funktion. Und als letztes, 73, also 7, ist der Nervus Facialis und der versorgt ja die ganzen anderen Speicheldrüsen und auch die Tränendrüse. Damit genug zum Parasympathikus, so spannend der auch ist. Und auch bei den Hirnnerven neigen wir uns ja jetzt langsam schon dem Ende zu. 2 fehlen uns noch. Und der 11. Hirnnerv, das ist so ein richtiges Accessoire, so ein accessorischer Hirnnerv. Der hängt hier unten so mit dran. Und so heißt er dann auch, das ist der Nervus Accessorius. Und tatsächlich ist das gar kein so ganz richtiger Hirnnerv. Denn wie man hier schon so angedeutet sieht, kommt der tatsächlich nicht nur von der Medulla Oblongata, also noch vom Hirnstamm, sondern kommt auch noch vom Rückenmark, sogar noch weiter, noch tiefer, als man das hier bei diesem Modell sehen kann. Also bis zum Rückenmarksegment C5 hat er tatsächlich Wurzelanteile, die dann aber hochziehen zum Hirnstamm und von da aus ziehen sie dann wieder nach unten zu unserem Hals. Und da ist der Nervus Accessorius dann von seiner Funktion her ganz simpel. Er versorgt einfach 2 Muskeln. Der eine ist der Musculus Trapezius, hier der unter anderem hilft, die Schultern anzuheben. Und der andere, bisschen komplizierterer Name, bisschen Zungenbrecher, ist der Musculus Sternocleidomastoideus, der hilft unter anderem dabei, dass wir den Hals drehen können. Und damit sind wir beim Finale, damit sind wir bei den Hypnoselinsen angekommen. Beim 12. Hirnnerv, das ist der Nervus Hypoglossus. Und der tritt hier vorne am Hirnstamm aus der Medulla Oblongata aus, quasi lateral der Pyramide, die ist hier von der Pyramidenbahn. Und aber im Gegensatz zu diesen anderen Hirnnerven noch vor dieser Struktur hier, das ist die Olive. Und der Nervus Hypoglossus, das ist nochmal ein richtig netter Hirnnerv, der ist simpel, der macht nicht viel, aber das, was er macht, das macht er bestimmt gut. Hypo heißt ja unter und Glossus heißt Zunge, das heißt, es ist der Nerv, der zieht unter die Zunge
Und dann schmecken können wir ja schon, aber eine Funktion fehlt noch. Die Zunge muss man ja auch irgendwie bewegen können. Ne? Die Zunge ist ja eigentlich ein riesiger Muskel. Das heißt, der Nervus hypoglossus, der versorgt die Zungenmuskulatur und auch die Muskulatur vom Mundboden ist ja der Hypoglossus, also der Nerv unter der Zunge. Damit haben wir alle 12 Nerven beisammen. Von 1 hier ganz vorne, den man gar nicht richtig sieht, den ganzen Weg runter bis zu 12. Und an der Stelle kurz ein ganz wichtiger Lerntipp, denn die ganzen Studien dazu, wie wir gut oder wie wir nicht so gut lernen, haben gezeigt, dass das sich passiv berieseln lassen viel, viel ineffektiver ist, als wenn man selber sein Gehirn dazu zwingt, ein bisschen aktiv zu sein. Auch wenn das natürlich ein bisschen anstrengender ist und man, auch ich, darauf oft keinen Bock hat. Aber um euch die Namen und die Reihenfolge der Hirnnerven wirklich merken zu können, ist das jetzt eigentlich die perfekte Stelle, das Video einmal kurz anzuhalten und euch im Kopf oder auf dem Blatt Papier mithilfe des Merkspruches, wenn der euch hilft, einmal die Hirnnerven aufzuschreiben und daran zu gucken, ob ihr euch an alle erinnert oder die Lücken aufzufüllen, auf die ihr nicht gekommen seid. Und als Bonus könnt ihr auch einmal versuchen, dieses ganze Gehirn von unten einmal als Skizze, muss nicht schön sein, aufzuzeichnen und einfach zu malen, an welcher Stelle ungefähr welcher Hirnnerv austritt. Als Hilfe kann man sich die Viererregel merken. Da geht es um den Pons, um die Brücke, weil die liegt ja quasi in der Mitte des Hirnstamms. Und dann gibt es 4 Hirnnerven, die oberhalb des Pons austreten, bis hier an den Oberrand direkt. Und dann gibt es 4 Hirnnerven, die aus dem Pons oder direkt unterhalb des Pons austreten. Also es gibt nur einen, der direkt daraus austritt, der Nervus trigeminus. Aber dann der Nervus abducens, Nervus facialis und Nervus vestibulocochlearis, die treten ja direkt am Unterrand aus und die kann man noch zum Pons dazuzählen. Und dann die letzten 4 Hirnnerven von 9 bis 12, die treten unterhalb des Pons aus, also aus der Medulla oblongata. Okay, wenn ihr Lust habt, dann wäre jetzt die Chance, um einmal zu gucken, wie gut ihr euch welche Hirnnerven merken konntet und das Ganze quasi in euer Gehirn einzubrennen. Und danach gibt es noch einen Bonusmerkspruch, mit dem man sich ganz leicht herleiten kann, welcher der Hirnnerven sensorisch und welcher der Hirnnerven motorisch ist. Bis gleich. Okay, ich hoffe, die meisten Hirnnerven haben direkt gesessen, sonst einfach nochmal wiederholen. Und das Letzte, das ist eine ganz einfache Sache, das ist ein guter Merkspruch, den habe ich mir nicht ausgedacht. Da müssen wir nur ins Englische gehen. Und zwar ganz simpel der Satz, some say money matters, but my brother says big brains matter more. Die Wörter von dem Satz werden einfach ganz simpel wieder vom 1. bis zum 12. Hirnnerv zugeordnet. Und dann ist es einfach immer nur der erste Buchstabe von einem Wort. S steht für sensorisch, M steht für motorisch und B steht für beides. Okay, wunderbar. Damit wisst ihr den Namen der Hirnnerven in der richtigen Reihenfolge, sodass man sich die Nummer herleiten kann. Wisst an dem Gehirnmodell ungefähr, welcher Hirnnerv an welcher Stelle austritt. Ihr wisst mit 1973, welcher der Hirnnerven parasympathische Faser mit sich führt. Und mit dem Big Brains Merkspruch nochmal, welcher sensorisch, welcher motorisch oder welcher beides ist. Also damit würde ich behaupten, ihr seid hoffentlich schon ziemliche Hirnnerven-Experten. Man kann natürlich bei allen noch viel mehr ins Detail gehen, aber für das Video reicht es jetzt, glaube ich, wirklich. Wenn ihr euch aber noch für den klinischen Bezug interessiert, also die Erkrankungen, die manche von den Hirnnerven befallen können, dann habe ich noch 2 Videotipps für euch. Zum einen nämlich für die periphere Facialis-Parese, also wenn die mimische Muskulatur gelähmt ist. Das Video dazu gibt es hier. Und dann für einen Hirnnerv weiter, den 8. Hirnnerv, den Nervus vestibulocochlearis. Da kann auch ganz getrennt der vestibuläre Teil erkranken, also sodass der Gleichgewichtssinn beeinträchtigt ist, aber das Hören nicht. Das ist der Fall bei der Neuritis vestibularis. Dazu gibt es das Video hier. So oder so, ich hoffe wirklich, dass das Video euch geholfen hat und schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Merkspruch haltet, ob der was taugt oder ob ihr einen eigenen Merkspruch habt, den ihr besser findet. Danke fürs Gucken und bis in einem der nächsten Videos. Ciao.